Ein Spieltag mit Drama-Finish. Außenseiter gegen Tabellenführer, der TC 1899 Blau-Weiß gegen den Club an der Alster. Das Berliner Team kann gegen die hochfavorisierten Hamburgerinnen lange mithalten. Die Entscheidung fällt erst im allerletzten Match zugunsten der Gäste. Auf dem Papier waren wir heute vielleicht die Underdogs, aber wir haben uns gut verkauft. Hamburg ist gerade Tabellenführer. Für uns ist das ein gutes Ergebnis. Das hätte so am Anfang sicher auch niemand gedacht. Immerhin sind viele Spielerinnen aus dem Berliner Kader angeschlagen, verletzt oder auf Vorbereitungsturnieren für die French Open. Und so kommt unter anderem die 17-jährige Daria Remetjan zu ihrem Erstligadebüt. Zwar muss sie sich mit 3:6, 2:6 gegen Karina Witthoff geschlagen geben, zeigt aber eine Menge Potenzial und kann viel mitnehmen. Ehrlich gesagt war das nicht wirklich Druck für mich. Also ich habe das ja so, mir macht ja Tennis Spaß, deswegen ja, habe ich einfach das Spiel genossen, die Leute, die unterstützt haben, genossen und dann nicht wirklich daran gedacht, dass es jetzt ein entscheidendes Spiel, sondern einfach versucht, um jeden Punkt zu kämpfen. Die ersten zwei Punkte für die Berlinerin sichert sich Angela Fita-Boluda. Zweisatzerfolg gegen Ella Seidel. Und auch Andrea Majeroska ist erfolgreich. Es ist ein langes, mühsames Match gegen Noma Noah Akubue. Die Linkshänderin bereitet Roska einige Schwierigkeiten, ehe es dann doch heißt Spielsatz und Sieg Berlin. Genau wie in Roskas anderen Einzelmatches davor geht es über den Match-Tiebreak. Der Match-Tiebreak ist immer ein bisschen wie eine Lotterie. Man muss einfach da sein, Punkt für Punkt und dann ein wenig Glück haben. Das Glück ist danach aber eher auf der Seite der Hamburgerin. Weder Sophie Greiner noch Lucy Havlikova können in ihrem ersten Bundesliga-Einsätzen punkten. Auch das Top-Match zwischen Sione Mendes und Tamara Korpatsch geht im Match-Tiebreak an die Gäste. Korpatsch sichert dem Club an der Alster in ihrem ersten Saisonspiel einen wichtigen Punkt und hat dafür alles reingelegt. Mein Match war richtig anstrengend. Ich habe Krämpfe auf dem Platz bekommen und ich war wirklich froh, dass ich es gewonnen habe, weil ich hatte gedacht, wenn ich jetzt verliere, vielleicht steht es dann irgendwie 2-4 oder so und dann war mein Punkt auch echt schon wichtig. So steht es nun zwar auch 4:2, entschieden ist immer noch nichts, der Vorteil liegt aber auf der Seite der Hamburgerin. Die Doppel werden also Klarheit bringen. Dort gibt es erst einmal ein Wiedersehen mit Anna Klaasen, die lange Zeit für das Berliner Team aufgeschlagen hat, und ein Comeback. Denn sowohl die Paarung Mendes-Fita-Boluda als auch Greiner-Roska können ihre Partien für sich entscheiden. Alle Augen also nun auf das letzte Doppel. Lucy Havlikova und Daria Remetjan gegen Susan Lamens und Andrea Christina Mitu. Es ist ein anstrengendes Match, lange Rallyes, viele Chancen auf beiden Seiten und dann eben mit dem besseren Ende für die Hamburgerin. Dadurch, dass es am Ende noch mal enger war, war die Spannung auch sehr hoch und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Also ja, ich fand es auf jeden Fall toll, dass es am Ende noch so knapp war, auch wenn wir verloren haben, aber ich glaube, es war auch für jeden schön anzusehen. Spannend bis zum Schluss und ganz knapp dran am ersten Sieg in dieser Saison. Hamburg bleibt damit ungeschlagen an der Tabellenspitze, mit den besten Chancen auf die Meisterschaft, das Berliner Team auf Platz 7 nun im Zugzwang. Und eins ist klar, das nächste Heimspiel wird es in sich haben. Das ist nämlich das Derby gegen den LTTC Rot-Weiß Berlin. Ich freue mich schon sehr, wieder herzukommen und gegen Rot-Weiß zu spielen. Ich weiß, dass sie ein gutes Team haben, also können wir uns auf tolle Spiele freuen. Nun bleibt aber erstmal ein wenig Zeit zum Durchatmen. Das Hauptstadtderby kann ein durchaus wegweisendes Spiel werden. Ein Sieg wäre hier wichtiger denn je. Und wenn es nach Blau-Weiß geht, dann auch gerne nicht allzu knapp.